kommen wir nun zu unseren karamellisierten Cocktailtomaten. Dazu brauchen wir Cocktailtomaten, zerlassene Butter, ein bisschen Zucker und Balsamico-Essig für eine Säure. Das entwickelt dann mit dem Zucker und die Säure ein aromatisierendes Aroma. Ich gebe nun die zerlassene Butter in die Kasserole, füge den Zucker hinzu und lasse den Zucker leicht karamellisieren. Sie können auch anstatt Zucker Honig nehmen. Wichtig ist, dass Sie den Zucker nicht verbrennen lassen, weil sonst bekommt er ein bitteres Aroma. Der Zucker verbindet sich jetzt mit den Cocktailtomaten. Sie hören schon, es knistert. Wenn die Haut aufgeplatzt ist, geben wir einen Schuss Balsamico-Essig hinein. Für die Säure und die Süße, das harmoniert jetzt mit den Tomaten. Unsere Cocktailtomaten sind nun aufgeplatzt, haben schön Farbe bekommen und sind nun fertig zum Anrichten. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de